Hallo zusammen, hi everyone. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit Flutwall große Zellen hinbekommt. In this video, I want to show you how you become big cells with Flutwall. Okay, was wir dazu brauchen, ist natürlich Flutwall, Silikonspray, Wasser und die Farben. What we need are Flutwall, Silicone Spray, Water and the colors. Okay. Also bevor ihr anfangt, müsst ihr das Flutwall gut schütteln. Before you start it, you shake it the Flutwall. Weil Flutwall ja, setzt sich in Schichten ab. So. Dann kippen wir das in den Becher. Do it in the cup. Ich mache mal ein bisschen mehr an. Make a little more of neutral. So, also ich habe jetzt fünf Farben vorbereitet, beziehungsweise ich nehme fünf Farben, da noch auf fünf Becher. I got five colors, then I need five cups. Okay. Dann mische ich die Farbe rein. Then I mix the colors in the Flutwell. Ich habe von Liquitex, I got from Liquitex. The Bright Aqua Green and the Mars Black. Und ich habe von Acrylic Studio Bösner Kirschrot, Cherry Red, Gold und Kupfer and Copper. Okay. Oops. Also ich mache gar nicht so viel rein, Farbe. I do it not too enough color in there. That's enough. Und Kirschrot. Cherry Red. That's enough. Das ist genug. Und jetzt noch Gold. Ich hoffe, da ist noch was drin. Kupfer in Kappa. Also ich zeige euch auch mal, wie man die anmacht oder wie man die mischt. You can show how mixed it is, color. So, mein Rührwerk. Also ich mische erst das Flutwell mit der Farbe an. Mix it first, the Flutwell with the color. Und Wasser tue ich einfach später dazu. I do it water in there later. Okay. Ihr könnt sehen, er ist noch recht dick. You can see, it is very thick. For the first time. Oh. Shake it a little more. Noch ein bisschen mehr. Okay, the next one, also die nächste Farbe. Das Black. Alles schwarz.
Okay. Und der nächste ist hier rot. Die Kirsch rot. Next one is the cherry red. Gold, dann der Gold, also Gold und Kupfer hat ja Metallic Pigmente drin. Gold und Copper have Metallic Pigments. They are a little thicker. Also ich denke mal Gold ist ein bisschen dicker dann. Man könnte auch ein paar Tropfen mehr Wasser rein tun. Then you get a little bit more water in there than the other colors. Okay. Oops. And the last one are copper. Das letzte ist jetzt Kupfer. Also ich wollte euch einfach auch nochmal zeigen, wie man die Farben anrührt. I want to show how you mix the colors with Flutrol. Also mit diesem Flutrol. So. Gut. Dann sage ich mir einfach immer ca. 10-15% Wasser dazugeben. Nicht mehr. I said, I do it 10 to 15% water in there, not more, then it's too thin. Also sonst ist es wirklich schon wieder zu dünn. Und wenn es zu dünn ist, ist es auch nicht gut. When it's too thin, that's not good for the flow. Oops, water. And mix it good. Shit. Also nochmal gut umrühren. Wichtig, dass das Wasser mit dem Flutrol und der Farbe vermischt. Also diese Basics von Liquitex haben auch etwas feinere Pigmente, habe ich das Gefühl, oder halt dünneren Binder, keine Ahnung. Da brauchen wir nicht so viel Wasser reinmachen, wie bei den Acrylic Studios. The Liquid Basic has a little finer pigments or not so much binder, I don't know. Then you don't do it too much water, how the Acrylic Studio from Bösner. Ja, da müsst ihr auch mal ein bisschen aufpassen. Auch von den Farben selber her, manche sind mehr pigmentiert, manche weniger. Da einmal etwas abschätzen. Yeah, the difference of the colors is I think deeper colors has more pigments than the brighter.
then you do it in the deeper pigments, a little more color, a little more water, then into the lighter colors. So ich denke mal noch ein bisschen Wasser, a little more water. Also wenn es gut vom Rührgerät runterläuft oder von meinem Messer, dann ist es okay. When it flow good from the stick, then it's okay. Yeah, it's okay. Ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr noch Silikon reinmacht, wird es ja auch nochmal etwas dünner. When you make silicone in there, then makes the paint thinner too. Yeah, that's okay. Okay, die nächste Farbe, schwarz. The next paint, black. Also ihr müsst das Fluthol auch nicht, keine Ahnung, 2 Stunden oder manche lassen sogar 2 Tage stehen, dass man es gut benutzen kann. Jetzt funktioniert auch gleich nach dem Anrühren. Now you don't must let the Fluthol stand 2 hours or many people let it stand 2 days. You don't must it. You can. Yeah, you can. Paint it when you mix it ready. A little water more, also noch ein bisschen mehr Wasser. Denke ich doch mal. Yeah, that's good. So ist gut. Okay. Und das Kirschrot, the Sherry Red, from Acrylic Studio. Also das Kirschrot vom Acrylic Studio von Plasma. Seht ihr, die Farben sind ein bisschen dicker. These paints are a little thicker. Yeah, that's good. So ist gut. Sagt immer, es nicht so dünn wegen dem Silikon, was noch dazu kommt. I don't make it too thin, then comes silicone in it too. Okay. Jetzt noch das Gold. Pair of drips more, also noch ein paar Tropfen rein und dann denke ich mal, ist genug.
Ja, die Sonne kommt. The sun comes out. Bisschen Wasser dazu. Ja, ich sage, die Metallic-Pigmente sind halt doch etwas dicker drin. The Metallic-Pigments are a little thicker. Then you need a little more water more. Ja, da braucht ein bisschen mehr Wasser. Das müsst ihr einfach abschätzen können. Aber ist nicht ganz so schlimm, wenn es mal ein bisschen mal zu dick ist oder zu dünn. Ja, ist okay. So ist gut. Und das letzte, das Kupfer. The last one, the copper. So, noch ein bisschen mehr, a little more, and that's okay, I think. Also ich denke mal, dann ist es okay. That's okay. So ist okay. Gut so. Okay. Gut. Rudolf, kann man wegtun. Gut, dann habe ich jetzt hier meine Farben. I got here my colors. Und ich habe hier einen größeren Becher. Da mische ich die Farbe jetzt an, praktisch. Und zwar in diesem, ja, dreckige Mischen in diesem Dirty Pouring, weil ich finde, in diesem Dirty Pouring mit einem Flip Cup, also wenn ich den Becher nachher drauf mache, funktioniert das am besten auch mit den Zellen. I got here another cup, a big cup, and I make a dirty pouring with a flip cup, then I think this is the best for the big cells with Silikon, also mit dem Silikon dann, ne? Gut. Dann werde ich jetzt mal anfangen, die Farben zu mischen. Do it red. Do it black. Also erst rot und dann schwarz. Und das Aquagrün. Und jetzt mache ich ein bisschen Silikon rein. Now I do it a little silicone in there. You must shake it before. Also ihr müsst auch das Silikonspray schütteln. Funktioniert einfach am besten. And I do it on my finger and let it drip 3 or 5 drops. Also ich lasse immer auf meinen Finger sprühen und dann lasse ich 3 bis 5 Tropfen reinlaufen. So, that's okay. And the next one. Also das ist jetzt Kupfer, das ist Copper. Und dann Gold. Und dann
von vorne an. The next step. Nochmal ein bisschen Silikon, another one, Silikon. Genau, ein bisschen mehr, passiert nichts. You can do it a little more Silikon, it's no problem. And nochmal, ich denke mal der letzte Schritt, the last step. Also ihr könnt auch Handschuhe anziehen, wenn ihr es auf den Finger laufen lasst, weil das wirkt sich, das Silikon wirkt sich wie Eisspray aus. You can do it with the gloves, then the silicone is do it how ice spray. That's cold. Okay, komm, ich mache noch ein bisschen Silikon rein. I do it silicone one more. And ready. Das müsste genug sein. Jetzt haben wir viel Silikon. So, jetzt tue ich die Farben mal zur Seite. Do the colors on the background. Okay. Jetzt ziehe ich aber erst schon meine Handschuhe an, sonst mache ich wieder dreckig. I take my gloves on. Also ich rühre das jetzt auch nicht mehr um. I don't mix it up. One more time, you can see it. You can das gut sehen. Oh, hier. Yeah. Gut. Und ihr seht jetzt auch, das Silikon ist auch etwas dünner geworden. From the silicone are the paints a little thinner. Okay. Now I make a flip cup. Jetzt machen wir diesen sogenannten Flip Cup. Ich hoffe bloß, dass ich genug Farbe habe. I hope that I got enough color. And now let a little time, let the paint come down. Also lass dem Becher ein bisschen Zeit und lass die Farbe alles runterkommen. Okay, ich denke einfach mal, es ist ja nur für euch zu zeigen. Das ist nicht ein spezielles Bild für mich. That's a picture for you, not for me. Then we do this. Also dann machen wir es. Okay. Und ihr könnt schon diese kleinen Zellen sehen hier. You can see the little cells. Yeah. Yeah, little and big cells. Okay. Und ich mache das jetzt einfach ein bisschen warm. Also ihr könnt es ja mit dem Gasbrenner machen oder mit dem. Ich mache es auch in letzter Zeit immer mit dem Heißluft schön. Das funktioniert auch ganz gut. I make the color a little warm with a torch or with a heat gun. Dann bekommen wir einfach noch ein bisschen mehr Zellen. Then we become a little more cells. Okay. Do the heat gun on the low step. Also mach den Heißluftfilter auf die kleine Stufe.
That's enough, das ist genug. Wenn du es jetzt laufen lässt, dann werden die Zellen ja größer. When you let it flow, then the cells are bigger. Okay. I don't want to lose the paint, deswegen halte ich, that I have my hand on the edge. Also ich halte immer meine Hand dahin, damit ich nicht so viel Farbe verliere. Wenn ich es laufen lasse, wenn er floated color. So. Ja, ihr seht schon, wie die Zellen sich auseinanderziehen. You can see it. The cells are once bigger. Ich hoffe, ihr könnt es auch gut sehen. I hope you can see it good. Ja, ich habe, ihr seht, ich habe ein bisschen zu wenig Farbe. You can see I had not too much color, but it's okay. And the last one. Komm schon über die Kante. Jo. Okay. Ich muss halt schauen, oh, da ist hier noch ein bisschen. Wait a little, no. The last corner. Lass es aber auch nicht zu arg laufen, weil sonst verziehen sich die Zellen wieder. Don't let flow too much, then you lose the cells. Come on. Ja, das ist okay. Okay. Gut, und jetzt machen wir es nochmal ein bisschen warm. Ich putze aber geschwind meine Hände ab. We make it warm one more time with the heat gun. So. Also gut, das Bild ist jetzt nicht perfekt. Ich habe es auch zu arg laufen lassen, habe zu wenig Farbe genommen ein bisschen. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr Farbe nehmen. The picture is not perfect.
you need a little more colors, also more paints, then you don't must flow too enough. Also jetzt müsst ihr nicht so lange laufen lassen, weil wie gesagt, sonst verziehen sich die Zellen wieder. Aber so bekommt ihr auf jeden Fall große Zellen hin. With this technique you become big cells. Okay, alles sollte für jeden funktionieren. Just a little white. Gut, ich zeige das Bild jetzt einfach wieder von nahe, so wie sonst auch immer. You can see it from near and then you can see it better. Okay, dann bis gleich. Then see you. So, ich bin zurück. Und jetzt könnt ihr es mal von nahem sehen. You can see it from here. Okay. Also ich kann es bloß nochmal sagen. Entschuldigung. Große Zellen, okay, nicht ganz so gelungen. Aber es soll ja auch nur eine Demonstration gewesen sein, damit ihr seht, wie es eigentlich recht gut funktioniert. Und wie es eigentlich jeder hinbekommt. That's not my best demonstration, but I do it for you that you can see how goes the cells and you can make it easy. Gut. Also ihr müsst jetzt auch wirklich warten, bis es getrocknet ist, dann kommt da das Gold und das Kupfer viel besser raus. Es ist wirklich noch zu hell jetzt hier einfach zu sehen. Es kommt dann viel besser, wenn es getrocknet ist. You must wait. How the picture is dried, then you can see better the gold and the copper. But I think it's nice. Also ich finde es trotzdem schön geworden. Ihr müsst halt jetzt aufpassen, dass es gerade liegt, also in der Waage liegt, und damit die Zellen sich nicht wieder verlaufen, wenn es trocknet. Und dann ist okay. Also when it dry, it's ja, wie heißt die Waage jetzt genau? You must look at it. Keine Ahnung, egal. Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Aber gut, dann hat es mich wieder gefreut. Ich hoffe, ich habe euch damit helfen können. Und dann sehen wir uns damit das nächste Mal. Thanks for watching. I hope I can help you with this picture. And then we see next time. Okay, bye. Also, tschüss, bis dann.